Gestern waren die Tanja, der Tobi und ich im Ivory Club. Ja, keine 50 Meter von hier, von der alten Oper. Ja, war ein richtig toller Abend. Ein Abend, der so circa 4 bis 5 Stunden angedauert hat. Wir hatten nur für 2 Stunden reserviert den Tisch. Ja, der Ivory Club ist was, wenn ihr gerne gut essen geht. Natürlich ist er etwas hochpreisiger angesiedelt, aber dafür sind, sag ich mal, die verwendeten Materialien bzw. die ganzen Produkte, die da verwendet werden, sehr hochwertig. Fleisch ist eins an der Spitze. Ja, wir sind gestern einfach hin, haben uns verköstigen lassen. War ein richtig schöner Abend mit dem Tobi zusammen. Ein kleines Handicap gab es doch. Der Kellner hatte vergessen, uns die Getränkekarte zu geben. Also mussten wir es danach fragen. Er hat uns erst die Speisekarte gegeben. Ja, okay, das war ein kleiner Fauxpas. Ansonsten der Restaurantleiter sehr, sehr höflich, sehr zuvorkommend. Auch gleich gefragt, okay, wollen Sie Ihre Jacken ablegen? Also da muss ich sagen, top. Der Sommelier war auch klasse, hat uns ja sehr gut beraten. Wir haben gestern 2 Flaschen Wein weggekippt, sag ich mal ganz salopp. Die haben auch ein bisschen was gekostet. Also man kann aber auch ein Glas Wein trinken. Also man muss nicht unbedingt eine Flasche wie wir, aber gut, war ein schöner Abend, hat sich gelohnt. Also von daher, warum soll man hier nicht auch eine Flasche sich bestellen? Wasser gab es auch reichlich, ein Dessert hatten wir auch gestern. Also Tobi hatte das, Tanja hatte das und ich hatte das. Als Hauptspeise, Nachtisch haben wir uns natürlich auch noch gegönnt. Alles in allem gelungener Abend. In der Videolinkbeschreibung findet ihr dann die Adresse, geht auch gerne auf die Seite. Ich weiß jetzt nicht, ob ich noch die Genehmigung kriege, weil gestern durfte ich nicht innen filmen, weil die Gäste, nicht jeder mag gerne auf YouTube gesehen werden. Und deswegen musste ich da ein bisschen, ja, das heißt improvisieren. Ich habe Fotos gemacht, aber immer da, wo keine Gäste waren. Die habe ich euch ja bereits schon eingeblendet, oder ich tue es jetzt. Und deswegen muss ich da noch schauen. Falls nicht in den Schnitt reinkommt, ist das dann so. Wie gesagt, ich kann es euch nur wärmstens empfehlen. Tolles Essen, toller Abend mit Freunden. Wenn ihr was zu feiern habt, könnt ihr da ruhigen Gewissens herkommen. Also wenn ihr mal die schöne Stadt Frankfurt besuchen solltet, geht in den Ivory Club. Goethestraße, Schickimicki-Straße von Frankfurt, und da kann man gut einkaufen, wenn ihr auf dem Markt steht, wie Giorgio Armani, Gucci, Tiffany, Cartier, Dior, Omega natürlich, ein, zwei Juweliere sind noch hier und auf tolle Autos steht hier zum Beispiel, dann seid ihr hier genau richtig. Oder wenn ihr Carsporter seid, wie die Jungs da, könnt ihr auch hier schöne Fahrzeuge wie den Porsche hier. Also, schöne Karren gibt es hier, inklusive. So, das hier ist die Buchhandlung meines Vertrauens, wenn es um Mode, Architektur, Kunst natürlich hier, Louvre. Also was habe ich denn davon alles? Also das da habe ich, Michelangelo, Leonardo, oh, das sieht auch schön aus. Das ist auch in meiner Sammlung. Habe ich aber nicht, aber wie gesagt, Michelangelo habe ich auf alle Fälle. Claudia Schiffer, ganz neues. Ja, da gibt es noch etwas, kann ich euch aber nicht zeigen, weil zu nackig. Deswegen, ja, Peter Lindberg, glaube ich, auch einiges. Ja, ein Teppich von Bayus. Ja, OK.
Okay, Rembrandt Orient. Also Louvre, das sieht sehr interessant aus. Das muss ich mal genau. Okay, Tom Ford habe ich auch. Also, den da. Dressed. Ja, das wird hier expressionistisch ein wenig. Altmoderne Architektur, auch nicht schlecht. Ja, also wenn ihr hier am Fuße der Kleinmarkthalle seid, kennt ihr die Buchhandlung, kann ich Ihnen ganz empfehlen. Kann man hingehen. Und sich da drin ist ein bisschen größer. Da geht es hier Erdgeschoss und da oben geht es auch nochmal etwas 3-4 Stufen hoch und dann gibt es dann mehr von zu sehen. Hier gibt es immer auch sehr, sehr gute Preise.